ein Muslim hat über einen anderen Muslim 6 Rechte. طيب. Kennt ihr sie? Fangen wir an, sammeln wir sie, inshallah ta'ala. Bitte. Wenn er niest, dann sagen wir, arhamukullah. Und deswegen, wenn jemand niest, er sagt, er soll hörbar was sagen. Was soll er hörbar sagen? Alhamdulillah. Weil wenn er nicht Alhamdulillah sagt, sagst du ihm nicht das Bittgebet. Erst wenn du es von ihm hörst. Weil ein Mann kam zum Propheten, für den er nicht Yarhamukullah gesagt hat, obwohl er genießt hat. Er fragte den Propheten, warum. Er sagte, hättest du Alhamdulillah gesagt, hätte ich Yarhamukullah gesagt. Deswegen, man soll das hörbar sagen. So. Und wenn er dann hörbar sagt, Alhamdulillah, dann sagst du Yarhamukullah. Das ist sehr wichtig. So machst du ein Bittgebet für deinen Bruder. Ein was? Ein Bittgebet für deinen Bruder. Und dieses ist Rahma von Allah subhanahu wa ta'ala. Schau mal, das schafft Liebe. Subhanallah, dein Bruder liest, yarhamukullah. Kennst du ihn? Nee. Weißt du, wo er wohnt? Nein. Weißt du, ob er jemals was über dich gesagt hat? Nein. Aber yarhamukullah. Allah soll mit dir barmherzig sein. So ist unsere Religion. So ist unsere Religion. Daher soll man nicht geizig sein, wenn jemand niest, dass wir ihn sagen, yarhamukullah. Naam. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das ist ein Punkt. Bitte. Achso, nee, du warst schon. Salam erwidern. Dass man den Salam erwidert. Wenn dein Bruder sagt, Assalamu alaikum, dann sagst du ihn, wa alaikum salam. Wenn er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann entgegnest du besser oder mit demselben Gruß. Und wenn er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dann mit demselben Gruß, bi'idhnillah ta'ala. Na, bitteschön. Dass, wenn einer krank ist, dass man ihn besucht. Sehr gut. Wenn einer krank ist, dass man ihn besucht. Ja, sein Begräbnis besuchen. Seine Janaza folgen, sein Begräbnis besuchen. Sehr gut. Richtig. Wenn dein Bruder dich einlädt, dann folgst du der Einladung. Jede Einladung von deinem Bruder ist Sunna zu folgen. Außer welche Einladung? Verpflichtend zu der Walima. Sehr gut. Wenn er dich zu seiner Hochzeit einlädt, mit Namen und dich speziell, dann musst du hingehen. Außer natürlich, du hast einen islamischen Grund. Er wohnt in Kanada und du bist hier in Braunschweig. Ja, das ist nicht leicht, dann dorthin zu gehen. Aber ansonsten gehst du hin. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Ich glaube, das, was Musa meint, mit 3 Tagen, dass man ihn beherbergt. Ja, genau, richtig. Okay. Barakallahu fiik.